Brain-Computer-Interfaces, BCI-Sletter, sind Systeme, die es Menschen ermöglichen, mithilfe ihrer Gehirnaktivität direkt mit Computern oder anderen Geräten zu kommunizieren. Die Grundidee hinter einem BCI besteht darin, die vom Gehirn erzeugten elektrischen oder anderen Signale aufzuzeichnen, diese Signale mithilfe von Algorithmen zu interpretieren und die daraus resultierenden Informationen zur Steuerung eines Computers oder eines anderen Geräts zu verwenden. Lassen Sie uns einen Blick auf die Arbeitsschritte von Brain-Computer-Interface-Systems werfen. Der erste Schritt besteht darin, die Gehirnaktivität mit einem oder mehreren Sensoren aufzuzeichnen. Diese Sensoren können invasiv sein, zum Beispiel Elektroden, die direkt im Gehirn platziert werden, oder nicht invasiv, zum Beispiel Elektroden, die am Kopf platziert werden, oder optische Sensoren, die Änderungen des Blutflusses zum Gehirn messen. Die von den Sensoren erhaltenen Rohsignale werden dann verarbeitet und analysiert. Ziel ist es, aus den Rohsignalen relevante Informationen zu extrahieren, die zur Steuerung eines Geräts verwendet werden können. Die verarbeiteten Signale werden dann unter Verwendung von maschinellen Lernalgorithmen oder anderen Mustererkennungstechniken interpretiert. Ziel ist es, die Absichten oder Befehle des Benutzers aus der Gehirnaktivität zu entschlüsseln und in Gerätebefehle zu übersetzen. Die interpretierten Signale werden verwendet, um einen Computer oder ein anderes Gerät zu steuern. Beispielsweise kann ein Benutzer mithilfe seiner Gehirnaktivität einen Cursor auf einem Computerbildschirm bewegen, einen Roboterarm bedienen oder einen Rollstuhl steuern. Die Zukunft der Gehirn-Computer-Schnittstellen ist spannend und birgt das Potenzial für bedeutende Fortschritte in einer Vielzahl von Bereichen. Sehen wir uns einige potenzielle Bereiche an, in denen Gehirn-Computer-Schnittstellen eine wichtige Rolle spielen könnten. Bei Nummer 1 medizinische Anwendungen. Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten Menschen mit Lähmungen helfen, Prothesen, Rollstühle oder andere Geräte mit ihren Gedanken zu steuern. Auf Platz 2, Spiele und Unterhaltung. Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten verwendet werden, um immersivere Spielerlebnisse zu schaffen, bei denen Benutzer Charaktere steuern oder mit ihren Gedanken mit der virtuellen Welt interagieren können. Unter Nummer 3, Bildung und Ausbildung. Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten verwendet werden, um das Lernen und Training in Bereichen wie Medizin, Luftfahrt und Militär zu verbessern. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Feedback zur Gehirnaktivität kann eine Gehirn-Computer-Schnittstelle Einzelpersonen helfen, ihre kognitiven Fähigkeiten, Gedächtnisleistung und Reaktionszeit zu verbessern. An Nummer 4, personalisierte Medizin. Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten Ärzten helfen, Behandlungspläne für Patienten auf der Grundlage ihrer einzigartigen Gehirnaktivitätsmuster zu entwerfen. Dies ermöglicht präzisere und effektivere Behandlungen. Bei Nummer 5, menschliche Kommunikation. Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten es Menschen mit Kommunikationsstörungen wie amyotropher Lateralsklerose, ALS, oder Zerebralparese ermöglichen, effizienter zu kommunizieren. Fortschritte bei der Gehirn-Computer-Schnittstelle erfordern erhebliche Fortschritte in den Neurowissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Informatik. Es gibt Herausforderungen wie die Verringerung der Größe und der Kosten von Brain-Computer-Interface-Geräten und die Verbesserung der Genauigkeit von Gehirnsignalen. Insgesamt ist die Zukunft des Brain-Computer-Interface vielversprechend, und es ist wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Jahren weitere bedeutende Fortschritte auf diesem Gebiet sehen werden. Verwandte Artikel und Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Beschreibung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Bitte liken und abonnieren, um in Verbindung zu bleiben. Dankeschön.